Hallo zusammen. Jasmin, auf. Ich habe mir nämlich heute Unterstützung geholt. Jasmin war jetzt 3 Wochen in Urlaub und sie meint, sie hat heute noch nicht so viel geredet. Das macht sie jetzt heute Abend. Absolut. Und dann noch zu spät kommen. Vielleicht aufgrund schwacher Verbindung. Mir und schwache Verbindung, das gibt es ja auch nicht. Also, heute haben wir ja ein spezielles Thema: Oktober. Oktoberfest oder was auch immer man im Oktober macht. Wir haben die Stoffe dazu. Und zwar haben wir uns da alles mit Geweih rausgesucht. Also, ich habe auch ein bisschen. Naja, ich würde es eher Ein Mickey-Mäuse kleines. bezeichnen. Okay, Mickey Maus. Also, Mickey Maus, wenn schon, dann Minnie Maus. Ja, Entschuldigung, Minimus. Also, ja. Also, kommen wir mal zum Ersten. Und zwar ist das alles Sweatshirt, also was an Jersey oder dehnbare Stoffe sind. Haben wir euch Sweatshirt rausgesucht. Und fangen wir hier mit dem Ersten an. Das ist ein Hirsch. Auf schwarzem Grund, beige, gold. So ein wenig im Farbverlauf der Hirsch mit Geweih. Also kann man super Pullis machen oder natürlich auch ein Kleid, auch für Kinderkleidung oder natürlich ein lässiges Oberteil, wenn man jetzt mal privat eingeladen ist, so wie mir am Samstag. Dann könnte das noch funktionieren. Natürlich gibt es da auch den passendes Unterteil dazu. Und zwar in so einem Bambulkord. Seht ihr das von der Farbe? Das passt auf jeden Fall zu dem Hirsch. Also ich kann es mal halten, das ist von eine harmonische Farbkombination. Kann man ein bisschen näher. Ja. Und zwar der Kord ist ein Baumwollkord mit 4% Elastan, 96 Baumwolle. Also eine kleine, schmale Rippe. Man kann natürlich Knickerbocker oder Shorts machen. Vielleicht sogar einen Rock mit Latz, dass es ein bisschen dirndlmäßig aussieht. Also, und der Hirschstoff, das ist die Nummer 1. Der hat 92 Baumwolle und 8% Elastan. Ja, auf schwarzem Grund mit so Naturgelb. Ich mache gerade nochmal schnell auf. Da seht ihr den von weitem, wenn das ankommt. Und da kommt näher. So, ja. Und das wäre dann der Cord dazu. Und wenn man den Hirsch natürlich kombinieren möchte, jetzt nicht in Vollmontur Hirsch sein will, dann könnte man den naturfarbenen Sweatshirt kombinieren. Der passt also super zu dem hellen Grund. Also wenn man jetzt nur eine Passe oder so machen möchte, kann man den natürlich kombinieren. Aber wir haben natürlich auch noch das Kamel, die Camelfarbe haben wir auch noch. Und wir haben noch eine Alternative zum Cord, und zwar ein Baumwollsamt. Wenn ihr die Josie jetzt auf dem Instagram schon gesehen habt, sie hat so eine Baumwoll-Stretchhose angehabt als Shorts. Und sowas kann man aus dem natürlich auch machen. Und der passt noch zu einigen anderen, die ihr heute Abend sehen werdet. Also einfach schon mal im Hinterkopf behalte. Das ist ein Kordsamt. Gelb steht drauf, aber ist so ein Ockerton. Der hat 95% Baumwolle und 5% Elastan. Und kostet 24,90. Er ist nicht so breit, also 1,20 von der Höhe. Und das ist so ein schöner Velour-Samt. Also so mit Gold, Senf-Goldton, würde ich sagen. Also wenn wir die Kombi, den lassen wir mal da. Ja, dann gehen wir zum nächsten Hirsch. Wir haben nämlich die Buchhirsche. Ja, wobei mir die Platzhirsche Ja, sind. absolut. geschäftstechnisch auf jeden Fall. So, schaut mal. Da gibt es jetzt einen blauen Hirsch auf blauem Grund. Ah, das ist auch ein Sweatshirt. Auch wieder Baumwollsweat. Ist angeraut. Ah, ja, angeraut diesmal. Ich habe da den Hirsch ein bisschen lang gezogen. Der kriegt einen immer längeren Hals. Ist zwar nicht so gewollt, aber ja. Aber so sieht man es gut. Gell? Dann machen wir noch ein bisschen auf, dass wir mal der ganze
in der ganzen Zeig dich mal. Schönheit. Ja. Seht ihr das überhaupt? Bin ich zu weit? Gerade das Licht ist so dunkel heute. Ja, es wird langsam schneller Abend. Dunkel. So. Also der Hirsch ist dunkelblau und hat dann die roten Flecken drin. Ja, so Sterne oder Schneekristalle sieht es aus. Ja. Und der hat die Nummer 4 und kostet 19,90 mit 95% Baumwolle und 5% Elastan. Ja, da haben wir auch natürlich einen Kombistoff. Wir haben zu jedem Kombistoff. Ich muss gerade so weit weglegen. Ich sage, ich habe erst noch mal den nächsten Stoff. Das ist auch ein Sweatshirt mit einem kleineren Hirsch. Vielleicht so das Bambi. Ist natürlich auch für kleine Kinder geeignet oder große Kinder so. Ja. Man kann also wirklich super schöne Shirts machen. Darauf dann also so eine Kordlatzhose oder eine Lederlatzhose. Oder nee, wie heißt die andere? Die mit der kurzen, die Latzhose mit den kurzen Beinen, also so Knickbocker. Ja. Oder Shorts natürlich, wenn man es ein bisschen frecher mag. Ja. Das ist so jetzt ein Weinrot, wo so ein Stich ins Braun geht. Und die Bambis, die sind so in dem Naturbeige. Es ist ein bisschen beiger, wie es auf dem Foto rauskommt. Also so sieht man es, glaube ich, besser, wenn man es so schräg sieht. Gell? So ein bisschen ins Camel rein, mit einem roten Halsband. Und zu dem roten Halsband passt natürlich der rote Kord. Absolut. Ja, ein bisschen Kraft muss man, du stemmst doch immer so gewichtig. Nämlich viel, 75 Kilo stemmt sie. Ja, mehr. Und dann... Also ja, also der passt perfekt zu dem. Das ist zwar ein dunkelrot, ein Weinrot, aber schön zu dem kräftigen Rot. Es hat eine schöne, eine schöne Farbkombi einfach. Es sticht ein bisschen ab. Es wirkt ein wenig frecher mit dem kräftigen Rot. Oder natürlich auch, wenn man es dezenter mag, kann man natürlich das Camel dazu anziehen. Natürlich wieder das Samt. Unser Samt passt da auch wieder dazu. Ja, und dieses kleine Rehkitz hat die Nummer 5 in dem Bordeaux. 92% Baumwolle und 8% Elastan und kostet 22,90. So, jetzt muss ich ein bisschen näher ran, wenn ich mal was lesen will. Ich habe zwar vorher extra meine Brille geputzt, aber es hat da so Schatten. Also der rote Kord hat die Nummer 17. Hat 96% Baumwolle und 4% Spandex, aber Elastan. Und kostet 19,90 die Nummer. Und passt natürlich auch zu dem blauen Hirsch. Genau, haben wir total vergessen. Gell? Das passt auch super dazu. Also rot und blau ist eh gut. Also machen wir das. Dann sind wir ein bisschen zarter unterwegs. Darf man runterklappen. Das ist, was ist das? Ist das ein Fuchs mit Horn? Nein, ist ein Reh. Ein Reh? Also so, ja, ein junger Hirsch. Also ein junger Hirsch. Ganz zart beseitet. Auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, es ist ein Fuchs mit Geweih. Aber wir hatten heute noch keinen Sekt, gell? Nein, nur zum Sagen. Ja, also es ist ein ganz liebes Hirschlein, wo auch... kleine Kinder tragen können. Also da sicher auch ein schönes Outfit mit einem Hoodie oder Shirt oder ein Body. Oder eine Hose. Oder eine Hose. Also eigentlich alles ist möglich. Da hat uns jetzt gerade jemand ein junger Mann gewunken. Josie, jetzt hast du was verpasst. Ja, jetzt war ich halt nicht da. Ja. Ah, drehen. Also das ist natürlich auch wieder 92% Baumwolle, 8% Elastan und hat die Nummer 7 für 22,90. Und zudem haben wir wieder einen Kord. Ja, passt farblich sehr gut dazu. Auch für Pumphose für die Kleine oder kurze Hose für die Großen. Oder so. Ja,
Also ist eine schöne Kombi. Der Kord hat die Nummer 8, ist auch wieder mit 96% Baumwolle und 4% Elastan und kostet auch wieder 19,90. Ja. Und dann haben wir... Oh, ich überfahre schon meine Assistentin. Jetzt haben wir so Sweatshirt für Kinder oder natürlich größere Kinder, Erwachsene. Also nicht unbedingt so Dirndl-Mode. Also das ist ein Elch, ist auch kein Hirsch, das ist ein Elch. Ja. Ja, auf so einem Schilfton, ein grauer Elch, der steht im Wald. Genau. Ja. Der ist 92% Baumwolle, 8% Elastan, auch 22,90 und hat die Nummer 12. Da kann man natürlich wunderschön kombinieren mit Grau oder auch in den Schilftönen, ob es jetzt heller ist oder dunkler, sehr gut dazu. Und Bündchen, passende Bündchen haben wir sowieso immer und Unis findet sich auch immer was. Dann, man merkt, es geht langsam im Winter entgegen. Und das ist jetzt so ein eine Bulldogge. Eine Bulldogge, oh gut, dass du es sagst. So langsam geht es Richtung Schnee mit Mütze. Also das ist so ein Grau, oder ein Bär. Braun, graubeige. Ja, ich glaube, das ist ein Bär. Ich glaube eher ein Bär. Ist keine Bulldogge, ist ein Bär. Also so, so sieht der aus. Ja, das ist wirklich schon nicht kein spezieller Weihnachtsstoff, aber halt schon Winter. Also man sieht, es wird kalt. Aber es ist wunderschön, also zum Kombinieren mit Wollweiß oder den Naturtönen. Dieses Jahr ganz angesagt. Oder natürlich auch mit Rot. Da passt genau unser rote Kord wieder dazu. Oder der beige Farbe. Oder die beige. Ja. Oder das Samt. Alles passt. Das ist auch wieder 92% Baumwolle, 8% Elastan für 22,90 und die Nummer 13. Ja, dann haben wir nochmal, was ist das, ein Elch oder ein Hirsch? Das ist ein Elch. Nochmal ein Elch, also wir gehen so langsam Richtung. Oh, die sind nicht im Kopf. Also auf den Kopf stehe ich jetzt noch nicht für euch. Aber so, jetzt ein wunderschöner kleiner Elchkopf mit einer Nikolausmütze oder Wintermütze. Ja. Ja. Kleine Tannenbäume ist auf blauem Grund mit der Camelfarbe. Ja. Und da kann man auch mit dem, entweder mit dem Camel Cord super kombinieren, aber natürlich haben wir auch ein Sweat gerichtet. Da hat jetzt dieselbe Farbe wie der Kopf. Passt super zusammen, also könnte man schöne Kombis machen. Ja, und natürlich gibt es das passende Bündchen zum Uni dazu, auch für Mütze. Und natürlich ein Band in Rot. Dann ist der Hoodie perfekt. Das alles gibt's und zwar die Nummer 9 für den Elchhirsch. 92 Baumwolle, 8% Elastan, 22,90 hat die Nummer 9. Und der passende Sweatshirt ist die Nummer 10 für 15,90 mit 97 Baumwolle und 3% Elastan. Und das ist einfach das passende Bündchen dazu. Die haben wir in alle Farben. Und die Kordel braucht man auch nicht extra haben. Die haben wir einfach in Rot. Das ist jetzt eine Flachkordel. Das passt dazu. Und, Moment, da braucht man nochmal. Ich habe noch was gerichtet. Und zwar seht ihr hier ein wunderschönes Sweatshirt. Da ist richtig lieb. So ein Schilfton mit Rot und die Perle, die sind so hellbraun. Ja. So, also auch wirklich schön. Und den kann man mit Rosé oder mit Schilf super kombinieren. Da haben wir eine Kombi zusammengestellt. Also ich sage euch mal,
Der Stoff hat die Nummer 16, auch 92 Baumwolle, 8% Elastan für 22,90 der Meter. Und da haben wir einmal als Paket, gibt es den mit einem Meter bunt, ein Meter buntes, ja. Mit einem Meter Uni-Sweatshirt, genau in der Farbe passend, mit passendem Bündchen, einen halben Meter. Und die Kordel bekommt er, passt sehr gut dazu. Die ist dann gratis dazu, wenn er es im Paket kauft. Einmal kostet 45 Euro, alle drei Stoffe zusammen und gratis Kordel noch dazu. Also im Paket ist günstiger, wenn er dann das möchte. Und das ist die Nummer 16, einfach als Paket Schilf oder als Paket Rosé. Huch, ich sehe mich nicht. Ist auch wunderschön für Mädchen. Ja, einfach dann die Nummer 16 als Paket Rosé. Oder Schilf. Oder Schilf, genau. Ja. Oder eben einzeln als Nummer 16 Meterware. Ja. Und dann sind wir schon fast fertig. Den da unten noch. Fast. Ja, eben, ihr merkt, es geht Weihnachten zu. Und hier haben wir einen ganz süßen Nikolaus. Was ist das? Hirschbär. Ein Hirschbär. Rudolf. Ja. Also in einem kräftigen, ja, es ist schon so ein Petrol mit den schönen roten Hirschbärchen drauf mit Mütze in Rot. Es geht Richtung Weihnachten und natürlich kann man da, passt auch, ich nehme jetzt nochmal das Bündchen, weil das ist ein bisschen leichter zu handeln. Es hat diese, genau die passende Farbe. Könnte man natürlich auch mit dem Sweatshirt kombinieren, wenn einem das Ganze dann zu viel oder zu wild ist. Aber für die Kleinen kann man doch wirklich all over machen. Das ist so richtig cool. Ja, das Bündchen ist klar. Und der Weihnachtsstoff, der hat die Nummer 14, kostet 18,90. 1,60 Meter breit und 95 Baumwolle und 5% Elastan. Ja, das war es jetzt schon. Fast für heute. Mal zu guter Letzt gibt es noch ein Weihnachtspaket. Und ich zeige euch erstmal den Stoff. Das ist von Alpstoffe. Ein Nikolaus. Mit Pfeife, oder ist das eine Pfeife? Oder so ein Scht, wo sich so aufrollt und Krach macht. Ja. Sowas, genau. Mit Bordüre, da kann man natürlich wirklich witzige Pullis machen, wo man einfach eine Bordüre-Streife oben oder den Kopf irgendwo appliziert. Da muss man nicht all over. Kann man natürlich, wenn man will, muss man nicht. Und dieser Stoff hat keine Nummer. Das ist der Nikolaus-Stoff. Und zwar haben wir den als Paket gerichtet. Das ist 90 cm vom Nikolaus-Stoff. Das passende Bündchen in der Farbe und 90 cm Sweat, also genau passend in der Farbe. Ja, wer das möchte, ist mit 40 Euro dabei, das Nikolaus-Paket. Und natürlich gibt es den Stoff auch einzeln, da kostet der Meter dann 27,90 und ist, glaube ich, 1,80 Meter breit. Ach, 1,75 Meter, also fast 1,80 Meter, 1,75 Meter breit. Genau, das ist der Nikolausstoff. Ist super geeignet für Ugly Christmas. Ugly, genau. Habe ich erst gestern gelesen. Gut. Ja. Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Ratz, fatz. Ja, gut, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Ja. Nächste Woche gut. Wieder. Da macht es die Jasmin alleine? Nein. Das besprechen wir noch. Also wenn ihr Fragen habt dazu oder irgendwas möchtet, gerne wie immer per Mail, per Telefon, per Internet, egal. Wir sind für euch da. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss. So. Wer trifft das Kreuz?